Hallihallo und willkommen zu dem ersten bzw. zweiten Video auf dem Kanal Hammerhart. Ich entschuldige mich für die Aufnahmequalität des letzten Videos. Mir ist aufgefallen, dass ich das gerade mal 480p hochgeladen habe, aber naja, passiert, ne? So, ich fahre heute mit dem Solaris Urbino IV aus dem Add-on Metropole Ruhr. Also, es ist kostenpflichtig, nicht kostenlos. Schieben wir einmal unsere Fahrerkarte rein. So, melden uns an. Aha, ich habe 1, 2, 3, 4 falsch eingegeben. Fängt jetzt schon mal gut an. Wie kann ich schon mal die Motor starten? So, hallo, kann ich jetzt auch den PIN hier? Ja, 1, 2, 3, 4. An. Bitte warten. Okay, dann machen wir einmal hier Bremse raus. Ne? Dann einmal Gang rein. Ich fahre mit Maus, weil ich habe kein Lenkrad. Und wir fahren heute die 69. Von hier nach. Boah, nicht mehr ein. Oh, das ist mir ein bisschen zu hoch hier. So. Hier haben wir die Hupe. Oh, ist ja die ganz normale. Naja, dann stelle ich eben noch kurz das Wetter ein. So, und dann geht's jetzt auch schon los, ne? Wählen wir einmal den Fahrplan aus. Okay. Jetzt kann's was dauern, bis ich hier Liniennummer, die richtige Linie finde. 66. Ich glaube die 69, nicht die 66. Entschuldigung, aber ihr könnt euch ein bisschen den Hintergrund angucken oder so, ich weiß auch nicht. Okay, dann nehmen wir halt hier, keine Ahnung, die hier. Gibt's da nicht noch eine andere? Dann fahren wir halt die hier. Wollen wir eben kurz das richtige Startdingens, Kirchens. Ja, hier. So. Die Fahrt geht dann jetzt. Ui. 40 Minuten. Ups. Das werden dann wohl verschiedene mehrere Folgen. Ich hoffe, man versteht mich gut. Das ist wunderschöne Busse, ey. War die wirklich schön. Nehmen wir einmal Türen. So. Hier haben wir Blinker. Nee, auch hier oben. Fällt mir jetzt erst auf, dass das hier mit dem roten Ding ist. Ich wusste, dass es hier blinkt, aber dass da auch die Bremslichter sind. Ich mag hier auch das hier. Also, dass man das hier so hat. Nicht so. Finde ich ein bisschen stylischer. So. Müssen wir jetzt hier mal schildern. Aha. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Wir sind die 06690. Gut, ich denke mal 01, ne? Nach. Ne, das wird dann wohl die 02 sein. Also hier 06690. So.
Route 02 wird es dann sein. Emmerich Straße nach Kreuzinger Brücke, genau. So, da wollen die auch schon einsteigen. Hallo. Machen wir einmal hier die Infos bitte an. Hallo. Ja, ihr hier, Kurzstrecke. Wundert euch nicht, ich werde das wahrscheinlich mit Shift T und diesen ganzen machen, aber. Einzelkind. Oh, der wollte eine Kurzstrecke, ne? Oh, nee, das war richtig. Das ist der falsche Schein. Ja, komm jetzt hier. Kurzstrecke Kind. Entschuldigen Sie bitte, das ist der falsche Fahrschein. Hallo? Muss das so klein sein? Ey, dieses Kind, ne? Ich gucke jetzt eben kurz, ob die Aufnahme noch aufnimmt. Gut. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu leise. Entschuldigung, wenn die Einstellungen noch nicht passen, aber... Ja, gut, ne? So, springen wir einmal eine Stunde vor auf einfach nur 13 Uhr. Weil wir um 13.01 Uhr Abfahrt haben, haben wir so ein bisschen Vorsprung. Da steht jetzt sofort. Abfahrt sofort. Ich werde mit Kollision fahren. Wenn mich die Fahrzeuge zu sehr aufregen, werde ich die auch noch ausschalten. Also es ist ein bisschen zu leise. Ja, Entschuldigung, es lädt hier die Eingabegerät. Ich hasse es, wenn ich da aus Versehen drauf komme. Ist jetzt alles noch so, alles noch neu hier. Ja. Und was habt ihr heute so gemacht? Also, wie gesagt, ich fahre mit Maus, nicht mit Lenkrad. Die Auflösung beträgt die 120p. Wenn die zuerst nicht aussieht, werde ich die auf jeden Fall noch hochstellen. Das Add-on mit Tripologo kostet 35 Euro. Also billig ist das nicht. Oh, das ist von Kevin Litschmann, der ganz oft für seine Produkte kritisiert worden ist. Ja, oh Leute, ich zeige euch, wenn das fertig ist. Das könnt ihr euch auch nicht angucken. Ich kann das nicht auf Pause machen. Ach Leute. Oh, das. Wenn euch das jetzt nicht interessiert, dann schmut einfach vor. Man muss doch irgendwie die Aufnahmen pausieren können. Nee. Ja, Leute, das wird wohl heute nichts mehr, ne? Also, Leute, das ist...